Hallo zusammen und willkommen zurück zu Railroad Corporation. Ich mache jetzt, was ich letztes Mal besprochen habe, hier ein paar neue Zuglinien, doch neue Loks kaufen. Wir wollen Getreide nach Vicksburg, um die Stadt wachsen zu lassen. Und ja, wir bestätigen das jetzt erstmal. Wir brauchen auch hier in Vicksburg eine Werkstatt. Und wenn wir den Bahnhof schon so groß machen, dann mache ich das hier auch. Und dann können wir die ganze Strecke hier... Oh no. Shit. Geht das rückgängig zu machen? Das geht nicht rückgängig zu machen. Die ganze Strecke zweigleisig. Wenn ich es nicht löschen würde. Halt. Das wollte ich nicht. Rückgängig fortfahren. So. Na, das ist so fummelig immer. Okay. Eigentlich wollte ich das hier loswerden. So. Und dem neuen Zug muss ich jetzt noch die Reparatur und so weiter hier überhelfen. Okay, und dann noch ein neuer Zug. Der fährt dann das Holz von hier nach da. Also mit Wartung, okay. So, und es geht auch direkt los. Sehr schön. Und das Geld, was wir haben, investieren wir jetzt in den neuen Bahnhof in New Orleans. Damit haben wir die erste Aufgabe erhalten, geschafft, abgeschlossen meine ich. Und wir sollen jetzt Baumwolle liefern ins Lagerhaus von New Orleans. Und Baumwolle hatten wir auch in der Nähe. Ist eben jetzt die Frage, nehmen wir eine neue Stadt, Lafayette, also Laurel, nee, Moment, Meridian. Auch nicht besser, glaube ich. Also es macht überhaupt keinen Unterschied, wo wir die Baumwolle herholen. Baton Rouge, wollen wir die mit anschließen? Wenn wir wir haben eine Ölquelle. Ja, okay. Ich sehe es. Wir müssen nur wieder ein bisschen Geld noch ran schaffen. Weil es ansonsten... Oder? Ach komm, ich baue einfach los. Das wird schon irgendwie gehen, aber Moment, vielleicht sollten wir den Bahnhof gleich vergrößern. So. Finde ich okay, nehme ich gleich. Und das hier ist relativ teuer, würde ich vermuten. 28.000, die Brücke 12. Aber billiger geht's nicht. So ein ganzes Geld ist weg. Wir brauchen... Vielleicht hier einen Abzweig, so. Zug. Also erst kaufen. Ja, okay, jetzt haben wir auch erhöhte Unterhaltskosten für Züge. 3, 4. Ich sag dreimal Baumwolle. Ins Lagerhaus hier. So, aber kann der noch irgendwas anderes machen? Mehr gibt es hier gerade nicht. Werkstatt. Zug 11. Wartung hier.
Ja, Nö, sieht eigentlich ganz gut aus, finde ich. Für jetzt, wie lange habe ich gespielt? 40 Minuten? 50 eventuell? Ist mir ganz gut vorangekommen. Das hier hinten machen wir dann auch zweigleisig, ne, weil hier wird eine ganze Menge passieren. Wir wollen Öl hier zur Ölraffinerie bringen. Schmiermittel wollen die nicht haben, ne? Aber die wollen immerhin schon Petroleum haben. Das Schmiermittel in der Waffenfabrik haben wir. Ja, haben wir keine Abnehmer. Aber ich glaube eben, dass es in Ordnung ist, wenn man auch nur das Petroleum dann hier wegfährt. Halt pausiert? Nee, es war einfach nur langsam. Okay. Wir gucken nach der Forschung und wollen wir die Leistung aller Lokomotiven erhöhen. Es dauert nicht allzu lange, nur 42 Tage. Und es bringt uns halt zur John Bull und die ist deutlich besser als das, was wir im Augenblick haben. Aber ich denke mal, die Lebensdauer der Züge ist auch bald erreicht. Ne? Wie sieht es bei Ihnen hier aus? Es geht. Die wird mehr durch gute Wartung steigt die Lebensdauer oder wird da gerade geforscht? Ich dachte, das wäre Leistung gewesen, nicht Lebensdauer. Ja, weiß ich nicht genau, wie da die Spielmechanik wirklich funktioniert. Achso, wollen wir halt was überlegen, ob wir hier. Ich wollte erst das hier machen. Ja. Ich sollte auch dabei bleiben. Sozusagen, wir machen das hier. Erstmal hier den Bahnhof größer. Ja. Nee, das gebe ich jetzt nicht aus. Kriegen wir das besser hin? 24, naja, also das geht doch. So, nochmal 7, sehr schön. Und eine neue Lok, die Öl hier hinbringt. Die Frage ist, ob halt der Baumwollzug da auch noch was mitbringen kann. Das ist eher hier, wenn er hier noch kurz anhält für Petroleum. Das sind 14, wir sind dann bei 50 Tonnen. Ja, ich bestätige das mal. Ich glaube, das ist okay. So, und wir brauchen wahrscheinlich hier eine eine Werkstatt. Alles gut. Können wir wieder ein bisschen beschleunigen. Und wie viel Baumwolle brauchen wir noch? Ich glaube, wir waren bisher einmal da, ne? Der Zug war auf dem Weg. Ja, das war tatsächlich die erste Lieferung. Oh Mann, ich dachte, das wäre schon die zweite gewesen. Wie viel Baumwolle haben wir denn rumliegen?
ausreicht, auf jeden Fall, ja. Verträge gibt es jetzt. Okay, dann müssen wir mal gucken. Die hier wollen eine Öllieferung. 22 Waggons. Und machen wir dafür einen extra Zug. Kostet Öl nochmal? Nur 22.000 sozusagen. Also naja, sagen wir mal rund gerechnet 40.000, die wir ausgeben kriegen. 200.000, das ist schon echt gut. Und ich mache das mit dem neuen Zug. Kann der? Nee, der kann nur zwei. Das ist so. Und dann soll er das hier abliefern. Er hat keine Erwartung. Würde das für unseren Ölzug, dass der auch nicht? Ach doch, wir hatten Schmiermittel, ne? Na, das sollten wir im Moment, das sollten wir dann bei dem hier auch machen. Oder Post von mir aus. Dann habe ich das falsch rum. Einladen. Ach so, nee, im Moment ist die falsche. Zweimal Post. Hier abladen. Und die Wartung und dann ist gut. So. Mal sehen, ob wir das in 800 Tagen schaffen. Welcher Zug war das nochmal? Zug 13. Wieso kam der jetzt leer an? Ist der erst hier hingefahren? Bedeutet das, wir sollten hier vielleicht das auch kurz ein bisschen umbauen. Oh, man kann hier nicht nur einen Abschnitt. Der will das ganze Stück löschen. Manu. Jetzt wieder extra Erdarbeiten, ne? Weil er den natürlich jetzt einen anderen Weg genommen hat. Vorher war es hier. Und hier ist ein kleiner Sandhaufen. Oh Mann, hoffentlich können die das beiseite schieben. So, das ist er hier, ne? Kann er schon mehr Kohle? Wie sieht es denn aus mit dem Verbrauch? Ne. Lohnt nicht. So, da kommen jetzt die ersten zweimal Öl für unseren Vertrag. 800 Tage. Ja, wird schon. So, die Baumwollgeschichte könnten wir ein bisschen beschleunigen, glaube ich. Dann hätten wir nämlich schon mal einen Zug hier oben. Ist das er hier? Ja, wir klonen ihn. Fällt mir ein, wir wollten ja eigentlich eine neue Lok freischalten. Dauert 109 Tage. Und man könnte eigentlich, aber ich glaube, das ist zu viel Micromanagement, man könnte natürlich so einen Zug, wenn er jetzt so eine weite Strecke zurücklegen muss, auf dem Weg dorthin nochmal Leute mitnehmen, wenigstens einmal. So, aber man muss halt dann dabei bleiben und wenn er das abgeliefert hat, die Wegpunkte wieder löschen, damit er nur noch hier hinten dann arbeitet. Aber
Ja, so könnte man tatsächlich noch ein bisschen mehr rausholen, anstatt jetzt den Zug eben die ganze Strecke hier leer fahren zu lassen. So, neue Dampfschifflinie. Eine neue Dampfschifflinie wurde in New Orleans eröffnet. Jetzt müssen wir nur noch den Tourismus in unserer Stadt ankurbeln und unser Dampfschiff als komfortables Fortbewegungsmittel anpreisen. Bringen Sie Touristen aus dem ganzen Staat in die Stadt. Sie werden von unserem Dampfschiff beeindruckt sein und garantiert eine Reisebuchung. Transportieren Sie innerhalb von 37 Tagen 200 Passagiere von einem beliebigen Ort aus zum Hafen von New Orleans. Okay. Schwierig. Passagiere. Kriegen wir da wenigstens Geld, wenn wir die abliefern? Ich denke mal ja. Wir sollten eine größere Stadt anschließen, die nicht weit weg ist und Passagiere zu bieten hat. Das ist zum einen Nachos, aber auch Mobile. Leider ist das dritte Gleis da in der Richtung. Moment. Machen wir es mal so. Wie viel Geld haben wir denn? Ja, 70.000, okay. Das sollte passen. Er muss um das Signal rum, ne? Deswegen sieht es so merkwürdig aus. Bestätigen wir erstmal den Teil. So, sieht gut aus. Weil ich möchte natürlich auch dann hier aus der Stadt Passagiere holen. Und das sieht immer blöd aus, ne? Also ich meine, warum hält er sich nicht dran? Oh, so nicht. Dass man hier so in kleinen Abschnitten das bauen muss, das könnte man doch auch. Naja, egal. Und wollen wir den, ja, ich glaube, wir bauen den gleich aus. Hier eine Werkstatt. 30.000 noch. Ups, das reicht für ein, zwei Züge am Ende. Aber ich glaube, finanziell stehen wir schon ganz gut da. So, nehmen wir jetzt die. Wie lange dauert denn die Forschung noch? 40 Tage, Mann. So, drei Leute hier hin. Und danach drei Leute wieder zurück. Wir machen hier eine Wartung. Achso, nee, eigentlich machen wir das immer hier. Wir wollen New Orleans nicht zu sehr belasten damit. So, ja, jetzt lasse ich es erstmal wieder laufen und gucke, ob wir damit Geld verdienen. Nee, ich warte nicht so lange. Das wird schon. Die werden schon dafür bezahlen, hier abgeliefert zu werden. Ich glaube, das passt. Ich warte einfach nur, bis wir wieder genug Knete haben, um die nächste Stadt anzuschließen.
ich sag mal, 30.000 wären ganz gut. Post. Ah, sehr schön, Pakete bekommen. Ja, da muss ich mich jetzt drum kümmern. Ich glaube, die Zeit ist sowieso schon wieder um für die heutige Folge. Also, Junge, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch oder schreibt mir einen netten Kommentar. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao.